Der Vorsitzende des Vereins Historische Seenotrettung Horumasil, Wieland Rosenbohm, ist hocherfreut über die Spende für den Verein. Mit 5.000 Euro unterstützt die Volksbank Gefa und die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland die Restaurierung der historischen Seenotrettungsboote. Mit der Spende haben sich Rosenbohm und die Vereinsmitglieder sowohl eine Tischkreissäge als auch eine Maschine mit Abrichter und Dickenhobel zusammen angeschafft. Damit können die Boote nun restauriert werden.